Hallo, wir sind heute in Wiesbaden-Biebrich beim Axel Wenderoth, hier downtown, mitten im Zentrum von Biebrich. Du bist ja hier unmittelbar betroffen auch von der Citybahn oder von dem ganzen Projekt. Bist auch schon rund 2 Jahre, glaube ich, bei der Bürgerinitiative engagiert. Und wir wollten heute mal hören, was so deine Meinungen und deine Eindrücke zum Thema Citybahn sind. Ja, danke für die Gelegenheit, dass ich mich hier mal äußern darf. Ich bin Anwohner von Biebrich, lebe hier seit 1993 und wir leben auch gerne hier. Als ich zum ersten Mal von der Idee Straßenbahn für Wiesbaden hörte, fand ich das erstmal positiv. Allerdings, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, umso schlechter fand ich das Ganze und bin dann seit 2 Jahren aktiver Gegner dieses Projekt Citybahn. Warum? Wir stehen hier am Rathenauplatz. Einer der Plätze, die am meisten betroffen ist von dem Ausbau. Die erste Baumreihe wird hier völlig verschwinden. Die Parkplätze, die wir hier haben, werden auch fast komplett verschwinden. Es bleibt nur noch eine Reihe an Parkplätzen über. Wo die Leute parken sollen, bleibt offen. Es gibt zwar vage Versprechungen, aber keine konkreten Pläne. Der nächste Punkt. Die Haupthaltestelle in ganz Biebrich ist die Robert-Krekel-Anlage. Da wird keine Citybahn halten. Da kann ich nur sagen, das kann nicht wahr sein. Da steigen die meisten Leute ein und aus. Da ist das Ärztezentrum mit 40 Ärzten und da muss die Haltestelle hin. Stattdessen kommt jetzt die Haltestelle hier hin, bei uns an den Rathenauplatz. Und die nächste nochmal viel weiter oben an den Herzogsplatz. Auch dort fallen viele Parkplätze weg und die Verkehrsführung wird einspurig. Das muss man sich mal vorstellen, wenn 12-mal in der Stunde die Bahn fährt, wird 12-mal der Verkehr angehalten. Für mindestens 1 Minute, wenn nicht sogar für 2. Das heißt, Biebrich steht im Dauerstau. Und wie das alles aufgelöst werden soll mit dem Individualverkehr, das bleibt uns hier Anwohnern ein Rätsel. Was ist deine Meinung oder dein Eindruck zum Thema Einzelhandel hier, also Parkplätze und diese ganzen Themen? Genau, wichtiges Thema. Wir haben ja hier mit allen Einzelhändlern gesprochen und der komplette Einzelhandel spricht sich gegen die Citybahn aus. Mhm. Es gibt keinen, der sagt, jawohl, ist eine tolle Sache. Warum? Zum einen wegen der langen Bauzeit und zum zweiten, keiner glaubt daran, dass mehr Kunden mit der Bahn nach Biebrich fahren. Ganz im Gegenteil. Ungefähr ein Drittel der Kunden, so die Einzelhändler, die kommen hier hin, weil sie mit dem Auto vorfahren können, schnell was besorgen und dann wieder weiterfahren. Das mag uns ja nicht passen, dass die Leute gerne Auto fahren, aber es ist nun mal die Realität und die wird durch die Citybahn auch verdrängt. Nächstes Thema ist natürlich die Biebricher Allee, denn die soll ja auch einspurig werden zum größten Teil. Die Biebricher Allee ist einer der zentralen Autobahnzubringer. Wie sollen die Leute denn rechts und links und über die Bahngleise auf die Autobahn fahren? Vielleicht wird die Zufahrt ja auch geschlossen. Man weiß es nicht. Und ganz schlimm natürlich oben der Linksabbieger auf den Ring am Matratzenkonkord. Wenn das einspurig wird, dann sage ich nur gute Nacht. Es wird ja auch es werden ja einige Bushaltestellen wegfallen, weil es macht natürlich gar keinen Sinn, dass man parallel zu dieser Citybahnstrecke auch nochmal Buslinien fahren lässt. Wie, hast du da irgendwie mal Meinungen gehört hier aus Biebrich, wie man das so sieht, das Thema Abstände, Haltestellen etc.? Das ist den Leuten ja gar nicht klar, dass sich die Zahl der Haltestellen hier quasi halbiert. Mhm. Ja. Und dann die Idee, ich steige in den Bus und fahre 300 Meter weiter, um zur Citybahn-Haltestelle zu kommen, die ist ja völlig absurd. Wer soll denn sowas jemals machen? Ja. Die Ortspolitik hier, also die Stadtteilpolitik, wird ja wie in jedem Stadtteil abgebildet durch den Ortsbeirat. Nach unserer Kenntnis war es ja so, ich meine, man muss sich ja noch mal vor Augen führen, dass ursprünglich mal gesagt wurde, die Linie 6 ist so überfüllt und wir brauchen eine bessere Anbindung nach Mainz und deswegen bauen wir eine Citybahn. Dann war die NKU so unterirdisch, dass man gesagt hat, okay, lieber Biebricher, bitte frag doch mal höflich, ob wir nicht Biebrich da anschließen können, noch bei der Citybahnplanung. Dadurch wurde natürlich die NKU aufgewertet, weil roundabout 30.000 Einwohner dazugekommen sind. Jetzt haben wir ja gerade die Woche gehört,
Die Doppeltraktion, die sogenannte, fährt ja gar nicht nach Mainz, sondern die endet hier in Biebrich. Und also es ist ja schon irgendwie interessant. Und wie du ja sagst, die Einzelhändler, der Durchschnittsbon im Einzelhandel, ja, der höchste Durchschnittsbon ist nach wie vor ja, bei den Pkw-Kunden. Da kann man sich jetzt drüber ärgern oder nicht. Aber was sagt denn der ganze Ortsbeirat dazu? Also ich meine, das ist ja wirklich ein großes Thema hier, was über Jahre hier massiven Einfluss haben wird. Also der Ortsbeirat ist inzwischen gespalten. Die CDU im Ortsbeirat Biebrich ist inzwischen gegen diese Streckenführung und der Rest der anwesenden Parteien ist weiterhin dafür. Das war mal anders. Noch vor 2 Jahren haben sich alle für die Bahn ausgesprochen. Aber je mehr Details eben über diese Bahnplanung ans Tageslicht kamen, desto größer wurde dann natürlich auch der Widerstand. Ja? Wie gesagt, Bahn an sich ist ja nichts Schlechtes. Nur hier und unter diesen Umständen ist es einfach verkehrt. Ja? Und ein Teil des Ortsbeirats sieht das inzwischen auch so. Du hast ja, glaube ich, an den Ständen auch viele Anwohner gehört, die hier, sag jetzt mal, unmittelbar in diesen kleinen Straßen, engen Straßen, Einbahnstraßen wohnen und da betroffen sind. Also die haben auch Angst, glaube ich, vor vibrierenden Wohnzimmerschränken und Bettgestellen und Häusern. Hast du da noch ein bisschen noch was anderes gehört jetzt in der letzten Zeit? Da ist die Besorgnis groß, ganz besonders weiter unten, Stettiner Straße, wo es dann abgeht in die Adolf-Tott-Straße, heißt sie, glaube ich. Das ist ja eine sehr enge Kurve und dann sollen da die 70-Meter-Züge rumfahren. Mit den Eisenrädern auf den Eisengleisen, also das scheint doch mal noch ein Thema zu werden, wenn es denn kommen sollte. Und natürlich hier mal die Anwohner auf der anderen Seite, die haben ja hier alle ihre Einfahrten. Aber die Straße kommt weg. Die fragen sich natürlich alle, ja, wie soll ich denn, wenn ich was eingekauft habe, zu meinem Haus kommen? Und wie kommt eigentlich die Müllabfuhr noch dahin? Ja, da ist ja die Müllleerung, also Straße weg. Wie soll das funktionieren? Ja? Es wird sicherlich gehen, aber die Antworten auf diese ganzen Fragen sind Stand heute nicht da, obwohl nächsten Sonntag die Abstimmung ist. Waren die Sachinformationen nicht vollständig? Nein, die Sachinformationen sind aus Sicht der Biebricher nicht vollständig. Ich danke dir für deine Zeit und drücke euch die Daumen für Biebrich. Dankeschön.